Seit kurzem bildet ein Team von 11 Personen, 3 Damen und 8 Herren, das neue Ordnungsamt in Klagenfurt. Die frischgebackenen Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter wurden im Rathaus angelobt, um für mehr Sicherheit in der Landeshauptstadt zu sorgen. Die Menschen wollen einfach eine lebenswerte Stadt haben, wollen eine saubere Stadt haben, wollen Maßnahmen gegen den Vandalismus gesetzt haben. Und hier wird das Ordnungsamt natürlich eingreifen. Es gibt gewisse Regeln für das Zusammenleben und diese Regeln sollten auch vom Ordnungsamt dementsprechend untermauert werden. Um das Amt des Ordnungshüters ausüben zu können, muss man natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Auswahlkriterien waren natürlich in einer Ausschreibung festgesetzt und es haben sich wir haben auf interne Bewerber zurückgegriffen, hausinterne, also sind alle schon bereits Magistratsmitarbeiter und ja, wir freuen uns, dass sie mit so einem Enthusiasmus an diese Aufgabe herangehen. Aufklären, informieren, verwarnen und wenn es sein muss, auch abstrafen. Das gehört unter anderem zu den Aufgaben der Ordnungshüter. Wo wird denn jetzt in Klagenfurt kontrolliert? Ja, es sind zum Beispiel die Hundefreilaufzonen, die Leinenpflicht für Hunde, aber auch andere Dinge, Lärmschutz, Anstandsverordnung. Es gibt mehrere Dinge, die da umfasst sind. Wir haben auch einen Folder mit, damit die Leute auch informiert sind und wissen, nach welchen Kriterien da vorzugehen ist. Bevor die neuen Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter jedoch ihr Amt antreten konnten, mussten sie selbstverständlich eine adäquate Ausbildung absolvieren. 9 Wochen lang wurden sie in den verschiedensten Bereichen geschult. Ja, es war ein Erste-Hilfe-Kurs, es war eine Rettungsschwimmerausbildung, es war rechtliche Grundlagen. Dann gesamt über die Stadt Klagenfurt wurde sehr viel unterrichtet und das ist wirklich eine fundierte Ausbildung. Auch die Bergwacht und dann sehr, sehr viele Fallbeispiele vor Ort, also zum Beispiel Park- und Grünanlagen, wo sie dann wirklich speziell auf die Thematik eingegangen sind, wenn in einem Ernstfall etwas auftritt, Verwaltungsübertretung, wie dann die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter vorgehen. Das Hauptquartier der neuen Ordnungshüter befindet sich übrigens in St. Ruprecht. Der Arbeitsplatz der 11 Damen und Herren sind aber die Straßen und Bezirke in Klagenfurt. I guess now it's time that you came back for good.